Tschüss. Ist Roland schon durch? Pardon. Hab ja nicht gewusst, dass Sie Pantomime sind. Sieh, ich verbitte mir solche Schweinereien. Tschüss, wa? Daniela gesehen? Nee. Stegemeier. Ich hab mich hier auf Roland eingestellt. Roland. Der kommt am meisten auf den letzten Drücker. Wenn das die wahre Liebe sein soll. Ich will mitfahren. Jetzt zählt jede Sekunde, meint der Arzt. Ich weiß, wie dir zumute ist. Ich muss hinterher. Jetzt lasse ich dich nicht aufs Moped. Spurbreite, bitte. Ein Auto fuhr von dort los, als ich um die Ecke bog. Kurze Anfahrtsspur, starkes Anzugsmoment, sieht nach Trabi aus. Und vor der Absturzstelle? Wir haben eine stark ausgeprägte Bremsspur an der Asphaltkante entdeckt. Im allerletzten Moment wurde das Moped gebremst. Roland hatte eher die Unart, Straßenmitte zu fahren. Vermutlich wurde der Mopedfahrer beim Überholvorgang von der Fahrbahn gedrängt. Bitten Sie die Kripo her. Gut. Dora 211. Abend, Alfred. Grüß dich, Paul. Hast du was von dem Unfall gesehen? Nein, wo denn? Na, VP und Rotes Kreuz rast mit Blaulicht gen Kotelin. Aha. Bist aber gesprächig heute. Na, dann tschüss. Komm, Oskar. Na komm, ja. Komm, Oskar. Drückt mich doch der Heideklang. Durch so ein idiotisches Überholmanöver, beinahe aus der Kurve und die Böschung runter. Heideklang,
ist noch nicht angekommen. Hat wohl Probleme mit seiner Daniela. Sein. Du kannst einen ganz schön durcheinander bringen. Schlaf gut. Kommst du nicht mit rein? Ich will jetzt nicht alleine sein, bitte. Ich liebe dich. Aber wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Wir sehen uns morgen. Ich muss los. Wenn du noch mit Roland reden willst, kann es doch nicht so schlimm sein. Deswegen bin ich nicht hier. Warum sonst? Weil ich weiß, wie Muttersee ein Alleinmann hier ist. Ich bleib hier. Spät geworden. Tut mir leid. Vernehmung? Heute nicht. Morgen nicht. Übermorgen. Er könnte längere Zeit bewusstlos bleiben. Er ist der Bruder. Guten Tag. Wir haben getan, was wir konnten. Chirurgisch ist er bestens versorgt. Chirurgisch nur? Seine Wirbelsäule. Erst wenn er wieder bei Bewusstsein ist, können wir einschätzen, ob diese Verletzung Folgen hinterlässt. Roland. Studium, Bauingenieur, Ausland und das alles soll auf einmal... Und am Sonntag das Endspiel. Moin. Ja. Mach mir auch einen Kaffee, aber nicht so stark. Na, was ist nun mit dem Unfall? Fahrerflucht und schwerer Personenschaden. Gibt's Hinweise? Der Verletzte ist vorläufig nicht ansprechbar. Wo willst du anfangen? Im Holzbauwerk. Kaffee. Verschwinden diese Pappkisten bald von der Straße. Es gibt eben zu viele Autos. Ja, von der Sorte auf jeden Fall.
So, der Parkplatz ist abgehakt. Irgendwo ein verdächtiger Kratzer. Vielleicht hat jemand heute seinen Trabi zu Hause gelassen. Na ja, wenn er schlau war. Also, suchen Sie weiter. Wissen Sie, wem der Trabi gehört? Alfred Müller, nehme ich an. Danke. Da. Alfred Müller. Einen Moment, Kollege Stegemeier. Ja. Hat einer meiner Fahrer wieder Mist gebaut? Kriminaloberkommissar Bertner. Gestern nach der Spätschicht, ja. Als Sie mit Ihrem Lader heimwärts fuhren. Ja. Fahren wollte, Herr Kommissar. Fahren wollte. Aber da ich während einer Fuhre mal auf einen Sprung daheim war, hatte ich dummerweise meinen Autoschlüssel vergessen und ich musste den Bus nehmen. Na gut. Wo finden wir Weber? Günther heißt er wohl mit Vornamen. Ja, da steht doch sein LKW. Ach so, danke schön. Ja, bitteschön. Kollege Weber! Herr Bergmann von der Kripo. Nur eine Frage. Sind Sie gestern Abend auf der Heimfahrt Roland Preibisch begegnet? Und den grünen Drachen auf dem Helm, den habe ich nicht mal bei Ablendlicht übersehen. Und wo? Kurz hinter der großen Kurve. Dann waren Sie also der Letzte, der ihm begegnet ist. Wenn sich kein anderer findet. Soll das heißen, dass der Letzte derjenige ist, der ihn umgefahren hat? Nein, das nicht. Nee, da spiele ich nicht mit, Kollege. Hinter mir war immer noch Heideklang. Brigadier in der Montage. Ich habe ihm schon die Leviten gelesen, weil er mich haargenau an dieser unübersichtlichen Stelle überholt hat. Kurvenausgang, innen. Ich sagte haargenau. Er müsste also bestätigen können, dass sie Preibisch wohlbehalten passiert hat. Ja, müsste er. Ja, aber wenn er nun der Allerletzte, ich meine, er fuhr in der Tat schon sehr weit links. Nee, ich will da nichts behaupten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann!
sitzt du denn das allererste Mal in deinem Leben auf dem Kran? Schlecht geschlafen heute Nacht, oder was? Gehst du mit der Nieder Pielmann auch so um? Was geht denn dich das an? Arbeit ist Arbeit. Ja, lass mich mal arbeiten und kümmere du dich um deinen Besuch da. Carsten Heideklang? Ja, warum? Sie kennen doch Roland Preibisch. Klar. Sind Sie gestern Abend mit dem Motorrad nach Hause gefahren? Klar. Allein? Oder mit Sozius? Allein. Natürlich alleine. Ist das so natürlich bei dir? Klar. Ist doch meine Sache. Gewiss. Herr Hase meint auch nur, dass ein Zeuge oder eine Zeugin für den gestrigen Abend vielleicht ganz günstig wäre. Warum? Tja, warum wohl? Das ist Weber. Erst ein Fass aufmachen, dann Schulterklopfen und am Ende anscheißen. Anscheißen? Ich gehe eigentlich mehr davon aus, dass man bei polizeilichen Befragungen die Pflicht hat, ehrlich zu antworten. Wenn Sie das Anscheißen nennen. Und wenn ich sage, dass ich den Weber überholt habe? Gut, nicht ganz auf die Vornehme, aber immerhin noch so, dass Preibisch ausweichen konnte. Und dass der durch Ihr Manöver ins Schleudern gekommen sein könnte, kommt Ihnen gar nicht in den Sinn. Klar. Aber das hätte ich doch gesehen. Verdammt nochmal, wenn ich irgendwas gemerkt hätte, dann wäre ich doch umgekehrt und hätte geholfen. Schweinerei, da spiele ich nicht mit. Hast du dich vielleicht in der Tür geirrt? Stell dir doch mal vor, kommt die Polizei und will mir in die Schuhe schieben, dass ich den Roland Preibisch angefahren hätte. Einer muss es ja wohl gewesen sein, ne? Was ist denn nun mit Roland? Er soll schwer dran sein. Aber jetzt soll ich der Letzte gewesen sein, der ihn gesehen hat. Heideklang war doch hinter mir. Er hat mich doch viel später überholt. Carsten? Aber der würde es doch sagen. Aber wenn er nun daran schuld ist. Ich war ja vorüber, konnte nichts mehr sehen. Heideklang braucht nur abzustreiten. Na, nun bleib mal ganz ruhig, Günther. Carsten würde nie einen anderen denunzieren, um seine eigene Haut zu retten. Na ja, Daniela, du bist zwar mit ihm liiert, aber in diesem Punkt muss ich dir zustimmen. Hey, wer stimmt denn mir zu? Wer glaubt mir? Na, nun warte doch erst mal ab, was Heideklang aussagt. Zeit zum Aufregen hast du dann immer noch. Also, wenn man mich fragt, im Verkehr, im Straßenverkehr, da gibt es manchmal gewisse Konstellationen, wo alle Beteiligten gewissermaßen von der Routine, von der eigenen Erfahrung vorprogrammiert sind, dass sie hinterher nicht mehr sagen können, warum sie so und nicht anders gehandelt haben. Ja, was ist denn da los? Da warnt sich doch was an. Komm runter, sag ich dir! Verpiss dich! Mann, komm runter! Du Schwein, hast Roland auf dem Gewissen! Du spinnst doch! Blaues Karten auf dem Tisch oder ich dresch dir die Wahrheit aus dem Leib! Spinn nicht so blöd rum! Helf mir lieber, der Hans sieht doch nicht alle! Aufhören! Ihr Idioten! Ihr sollt aufhören! Auf! Nochmal, seid ihr blöd! Auseinander! Was soll denn das? Los! Aufhören, Mensch! Was soll denn der Quatsch? Lassen Sie mich in Ruhe! Bleib ich schon angefahren! Los, mit Arsch! Besinn dich, Junge! Der Lump hat meinen Bruder umgefahren! Nun lassen mich doch endlich los, ich halte schon still. Nun sag bloß, das ist nicht deine. Aber eins sage ich dir, Müller. Geht Roland kaputt, dann schlage ich dich tot. Überlegen Sie sich, was Sie sagen. Woher ist der Spiegel? Vom Unfallort. Lag da, wo Roland gelegen hat. Habt ihr denn gar keine Augen im Kopf? Habt doch alles abgegrast. Na? Ich
bin gestern mit dem Bus gefahren, weil wir kurz vor Feierabend noch einen Geburtstagsschnaps getrunken hatten. Das ist doch die Höhe. Ist das dein Spiegel oder nicht? Dir antworte ich überhaupt nicht mehr. Aber mir doch wohl, Herr Müller. Ach nein. Und der Stummel in deinem Trabi? Der liegt doch auf der Ablage oder etwa nicht? Muss ich darauf antworten? Irgendein Rowdy hat mir heute Nacht den Spiegel abgebrochen. Gott sei Dank hatte ich noch einen Ersatzspiegel daheim. Den Stummel brauche ich für die Versicherung. Halten Sie mich denn für so blöd, dass ich den wie im Schaufenster auslege, wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte? Wofür wir Sie halten, ist uninteressant. Wir können das jetzt hier nicht klären. Deswegen kommen Sie bitte mit. Sie auch, Herr Preibisch. Na ja, mal in dem Mann los. Also, Müller? Er tut mir leid. Nanu. Wir alle wissen doch, wie schnell man in so einen Unfall reinrasseln kann. Und die Fahrerflucht? Tja. Wisst ihr was, Männer? Ich hab da eine ganz tolle Idee. Wollen wir nicht einfach mal wieder arbeiten? Wir sind im Büro. Ich brauche dich. Ich dich doch auch. Sprich mit ihr, bitte. Wir gehören zusammen und irgendwann wird sie es ja doch erfahren. Versprochen. Stegemeier. Ja. Ja, ich komme ja gleich. Sehen wir uns am Abend? Okay. In eurem Bootsschuppen. Du, ich habe eine ganz tolle Überraschung für dich. Herr Müller, Sie bleiben also bei Ihrer Behauptung, mit dem Bus gefahren zu sein. Kann das jemand bestätigen? Logischerweise die, mit denen Sie getrunken haben. Aber von denen, die wir bisher befragt haben, kann das keiner. Hatten Sie einen Sitzplatz? Oder mussten Sie stehen? Sitzplatz. Wer saß neben Ihnen? Niemand. Der Bus war so besetzt, dass etwa 10 Personen im Mittelgang stehen mussten. Wo konkret, weil es erst gestern war, haben Sie gesessen? Na? Verdammt nochmal, ich hatte getrunken, da habe ich mich irgendwo hingesetzt. Schluss jetzt mit dem Lügen. Das ist die Wahrheit, gesoffen. Gesoffen und mit 1,8 Promille, wie festgestellt wurde, an Steuer gesetzt. Ich hatte Angst, das zu sagen. Gefahren zu sein. Ja. Wegen des Unfalls. Nein, nur wegen des Alkohols. Mit dem Unfall habe ich nichts zu tun. Klingt alles recht gut. Nur eins stört das rosige Bild, der Spiegel hier. Und der lag immerhin am Unfallort. Ich habe Ihnen doch gesagt, wie das mit dem Spiegel passiert ist. Alles klar? Nein. Also nochmal von vorne. Farbe vom Unfallfahrzeug? Hm. Farbe vom Spiegel? Hm. Farbe ja, innere Lackstruktur nein. Das heißt, der Lack ist um ein paar Jahre zu neu. Wessen Lack? Müllers. Hier will uns jemand ungeheuer verarschen. Der Spiegel gehört nicht zum Unfallfahrzeug. Also war es Müller nicht. Nee, das dachte ich mir. Irgendjemand versucht, Müller die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich bewundere dich. Danke, Herr Doktor. Wofür? Dass mein Leben weitergeht. Wie konnte mir das nur passieren? Wie
Je weniger sie darüber nachdenken, umso rascher geht's mit ihnen aufwärts. So schnell, wie das Ihr Bruder hofft, wird er die Klinik nicht verlassen können. Weiß er es schon? Damit kann ich ihn jetzt noch nicht belasten. Dann muss er eben seine Pläne um ein Jahr verschieben. Mischa, Roland wird sie nicht verwirklichen können. Er ist querschnittsgelähmt. Nein. Dann lassen Sie ihn doch gleich sterben. Verzeihung. Setzen Sie sich. Aber das überlebt er nicht. Er wird es überleben, wenn Sie ihm dabei helfen. Ich habe erst heute Morgen erfahren, dass Ihre Eltern nicht mehr leben. Versagen Sie, gibt sich auch Roland auf und alle medizinische Kunst war umsonst. Ja, das war's dann wohl. Das war's. Schönen Dank. Wieder nichts. Hallo, Papi, das war noch Ihre Frage. Ja, und was haben wir gewollt? Weiß ich nicht. So. Hau ab! Roland ist querschnittsgelähmt! Wenn die Polizei die Sache nicht ernst nimmt. Ich schlag dich so windelweich, dass kein Arzt dir helfen kann. The song is written for you, my brother. I can tell you why. But I can sing the song, my brother, and I hope you hear it now. My world is empty, so empty without you. My heart is lonely, so lonely without you. Brother, my brother, yeah. Das Auto ist nicht der Unfallwagen. Und der Rückspiegel? Da hinten im Stein lag der Spiegel. Siehst du ihn? Soll das heißen, die Bilder wurden geknipst, bevor ich den Spiegel gefunden habe? Den Kerl krieg ich. Lass das. Das ist unsere Aufgabe. Hallo, Alfred. Damit du Bescheid weißt, als Leiter der Transportabteilung habe ich verlangt, dass du als Beifahrer bleibst. Vielleicht mal hin und wieder in die Werkstatt, alles weitere wird sich finden. Mensch, Dietmar, wenn ich mal was für dich tun kann.
Na, vielleicht erst mal die Schnauze halten, dass du mich hier gesehen hast. Warum denn? Na. Klarer Fall. Vielleicht kannst du mir helfen, den Kerl zu finden, der mir den Streich mit dem Rückspiegel gespielt hat. Überlass das mal lieber der Polizei. Mach's gut. Und die Kollegen? Sie werden Humanisten in Klammern lateinisch humanus gleich menschlich genannt, weil sie viel über die Fähigkeiten und Kräfte des Menschen und über die wirkliche Welt nachdachten. Der Mensch lebe für irdische Ziele auf der Welt und könne auf der Erde alles erreichen, wenn er nur wolle und es richtig anstelle. Hast du es verstanden? Ich mach auf, sicherlich Mama! Du, Papi? Hm? Das ist der Mann von gestern. Tag. Ich wollte ins Krankenhaus. Lässt du mich bitte rein, ich muss mit dir reden. In dein Zimmer hier. Irgendjemand hat dir das Ding mit dem Rückspiegel eingebrockt. Entschuldige für den Verdacht und das andere. Hast du einen oder einige gesehen, die mit Trabi abrauschten? Solche, die nur ab und zu mal einen ausgeliehen haben. Warum? Wir wollen es doch beide wissen. Daniela? Ach, die ist viel zu anständig für so eine Schweinerei. Ach nein. Lass gut sein. Hast du sie gesehen? Nein, nur wie sie zur Spätschicht fuhr. Mensch, wenn da was dran ist. Das gibt's doch nicht. Ist da jemand?
Volltreffer. Nee. Fahrkarte. Drei Fehler. Ich meine das, was Sie rausbekommen haben. Wirklich? Der Tatsache, das Mädchen ist mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Und am Unfallabend? Niemand hat sie in der letzten Schichtstunde gesehen, auch nicht nach Feierabend. Und Stegemeier? Ist da was im Busch? Ja, ein Munkelt. Feuer! Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Hallo? Moment! Du, ich muss dich noch mal wegen der... Du musst überhaupt gar nichts. Du musst mich nur ganz doll lieb haben. Na, deswegen bin ich doch auch hier. Du, schau mal. Das ist meine Überraschung. Oh, schön. Meine kleine Jungfrau. Ach, Oma. Du, aber entschuldige, der alte Schulz hat mich eben gesehen. Der will zum Angeln raus. Ach, lass doch. Hör doch auf mit der Geheimniskrämerei. Bleib einfach bei mir, ja? Nur werd bitte nicht ungeduldig, so sehr ich das auch verstehen kann. Ich bin auch gleich wieder da, aber auf dem Wasserweg, wie immer, ja? Wie immer. Feigling, du. Elender Feigling. Des Autos wegen gehe ich vielleicht doch zur Polizei. Dann erfahren es sowieso alle. Darüber können wir dann bitte, bitte in Ruhe reden, ja? Aber jetzt komm erst mal mit, dass der alte Schulz dich sieht, hm? Bitte geh. Ja, und die Rechnung, die brauche ich dann morgen früh zur Unterschrift. Schokolade? Bitter mit Nuss? Alle, morgen erst wieder. Ach, guten Tag, Frau Stegemeier. Tag, Herr Heideklang. Bitterschokolade mit Nuss? Soll dieser Köder helfen? Verstehe ich nicht. Wirklich nicht? Na egal, was ich noch sagen wollte, ich konnte neulich leider nicht zum Bootshaus kommen. Aber ich fürchte, Sie haben recht. Sicher sind die beiden heute wieder dort. Mein Mann hat angeblich auswärts zu tun. Daniela bummelt Überstunden ab. Nimmst du die Tasche schon mal ins Haus? Ist gut. Vielen Dank. Gute Fahrt. Hallo, Joachim. Was gibt's? Grüß dich. Grüß dich. Eine Routineüberprüfung. Herr Bergmann und Herr Bergmann, Heinrich von der Kripo. Tag. Guten Tag. Können wir uns Ihr Auto mal ein bisschen näher ansehen? Ja, natürlich. Es steht in der Garage. Ist offen? Ja. Aber warum denn? Wir haben einen schweren Verkehrsunfall aufzuklären. Aber du weißt doch, dass ich in Urlaub war. Ja, aber vielleicht ist Daniela gefahren. Daniela? Das ist er! Ja, das ist er. Ich glaube, wir haben den richtigen gefunden. Sagen Sie mal, Herr Pielmann, seit wann haben Sie eigentlich den neuen Spiegel und die Kratzer an der Fahrertür? Kratzer? Neuer Spiegel? Aber wieso?
Aber das kann doch Herr nur... Herr Pielmann, Ihr Auto ist wahrscheinlich benutzt worden und an einem Unfall beteiligt. Können wir es mitnehmen? Wir müssen das untersuchen. Und dann hätte ich gern Ihre Tochter gesprochen. Daniela? Sie ist baden gegangen. Aber wieso denn Daniela? Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Herr Pielmann, wo kann ich Ihre Tochter sprechen? Na, im Bootshaus. Ja, aber... Na, dann kümmert euch mal. Ich nehme mir noch mal das Auto vor. Tag. Gut, dass Sie hier sind. Ich wohne hier nebenan. Ich hatte den Eindruck, dass jemand in die Garage eingestiegen ist. Und nach einer Weile. Da kam auch einer herausgeklettert. Verdrückte sich eilig. Und wer? Michael Preibisch. Dann hat er die Kratzer entdeckt. Los. Daniela? Fräulein Pielmann? Um Gottes Willen. Stegemeier. Wir wollten eigentlich mit Daniela sprechen. Es scheint sicher, dass sie den Unfall verursacht hat. Da. Hier. Das wollte Herr Stegemeier wegwerfen. Was sagt er dazu? Nichts. Er fragt immer nur, was mit ihr passiert ist. Stegemeier vernehmen wir später. Gehen wir. Auch Sie, Herr Hase. Ja. Sie haben ja schließlich das Mädchen gefunden. Na, Doktor? Tja, ob die verhältnismäßig leichten Verletzungen am Kopf für den Tod des Mädchens verantwortlich sind, ist schwer zu sagen. Ob sie mehr vitalen oder postmortalen Ursprungs sind, kann nur eine Obduktion ergeben. Hm. Danke. So eine gottverdammte Scheiße. Ich war's nicht. Warum sollte ich denn Daniela umbringen, wo ich sie doch... liebte? Oder war es nur ein Verhältnis nebenbei? Ich war gerade dabei, mir darüber klar zu werden. Zu spät. Und als ich Daniela dann... tot da liegen sah, da wusste ich es. Ja, ich liebe sie. Woher wussten Sie, dass Daniela tot war? Das sah einfach so aus. Warum laufen Sie dann weg? Ach, nur versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Von unserem Verhältnis durfte niemand was wissen. Ich bin verheiratet. Und als ich dann da drin war und nach Daniela rief,
Da verhedderten sich meine Füße plötzlich in einem Strick, der da irgendwie rumlag. Dann entdeckte ich Daniela im Wasser. Und natürlich wollte ich sie rausholen. Aber dann das Polizeiauto und... Ach Gott, nochmal, Sie hätten mir doch niemals abgenommen, dass ich damit nichts zu tun habe. Und warum wollten Sie diese Kette verschwinden lassen? Na gut, vielleicht überlegen Sie es doch noch. Kommen Sie. Irgendwie überzeugt mich das alles. Wieso? Er hat doch gar nichts gesagt. Ich werde Haftbefehl beim Staatsanwalt für ihn beantragen. Daniela Pielmann ist ertrunken. Die Verletzung am Kopf war nicht tödlich. Sie wurde durch einen spitzen oder scharfkantigen Gegenstand verursacht. Bisher wurde am Tatort nichts gefunden, was diese Kopfverletzung verursacht hat. Und noch etwas, was interessieren dürfte. An dem Hals der Toten habe ich eine Kratzspur gefunden. Sie könnte von einer Kette stammen, die ihr vom Hals gerissen wurde. Herr Stegemeier hatte doch eine Halskette. Ich werde Ihren Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen Stegemeier bestätigen. Das ist alles alter Krempel, der schon Ewigkeiten im Wasser gelegen hat. Nichts Verdächtiges. Insofern natürlich auch was Positives, wenn du so willst. Mein Beileid, Herr Pielmann. Danke, dass Sie gekommen sind. Sie entschuldigen, aber meine Frau hat den Schock noch nicht überwunden. Der Arzt meinte, das könnte noch Tage dauern. Ja, ja. Muss ich unbedingt da hinein? Es wäre gut, wenn Sie uns sagen könnten, ob da drin was fehlt. Ich gehe schon mal vor. Eigentlich wollte ich nie mehr hierher. Herr Pielmann, eine Bitte habe ich, dass Sie hier nichts anfassen oder berühren. Sehen Sie sich bitte mal um, und zwar nach folgenden Gesichtspunkten. Erstens, liegt hier alles an seinem gewohnten Platz? Zweitens, vermissen Sie etwas? Oder drittens, sehen Sie irgendwas, was Ihnen vielleicht gar nicht gehört? Hier war Danielas traumreich, schon als Kind. Manchmal hat sie sogar hier geschlafen. Wenn es mal Probleme gab. Mit Mutter oder mir, wie das eben so ist. Was wollten Sie? Ach so, ja, die Gegenstände. Eine Ersatzfestmacheleine fürs Boot mit eingespleistem Auge, Dederon, lag immer da. Sonst wüsste ich nichts. Irgendetwas, was Sie nicht gehört? Nichts. Den Bootshaken habe ich noch nicht gesehen, der hing immer neben der Tür. Falls mal was ins Wasser fällt. Hat sich Daniela daran gehalten? Sie zuallererst. Hatte hier immer was drin liegen. Bikini-Teil. Badelatschen. Die Sonnenbrille. Taschentücher. Herr Bergmann. Entschuldigung, bin gleich zurück. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, was ist? Eigentlich nichts Besonderes, aber da beobachtet uns schon jemand die ganze Zeit. Holen Sie ihn her. Ist gut. So, ich habe ihn. Im Moment nichts mit Blut, aber ein paar eingeklemmte Faserreste. Wolfgang Labor. Tag. Guten Tag. Eigentlich wollte ich zu Ihnen, aber als ich dann Pielmann kommen sah, da... Und was wollten Sie von mir? Reibisch war bei mir. Na und? Das ist doch nicht alles. Ich war ganz in der Nähe. Vermutlich zu der Zeit, als Daniela umgebracht worden ist. Was denn hier?
Ich wollte mit ihr über den Unfall reden. Jetzt wird's verrückt. Damit kommen Sie erst jetzt? Ich hatte Angst. Da ist auch noch was. Preibisch und ich, wir dachten, dass Daniela vielleicht was mit dem Unfall zu tun hat. Sie ist an dem Tag mit dem Trabi gefahren. Und das wusste Mischa. Haben Sie ihn hier getroffen? Die Tür war abgeschlossen, da bin ich umgekehrt. Und weiter? Unterwegs ist mir einer entgegengekommen. Mischa Preibisch. Carsten Heideklang. Ach, das von ihr ist Heideklang. Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Aber so, dass die anderen nicht hören. Zum Zeitpunkt, als Daniela Pielmann starb. Was habe ich denn damit zu tun? Das war Stegemeier, ist doch klar. So klar, dass wir den Fall abschließen könnten, ist es wieder nicht. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Sie zum Beispiel. Sie waren zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts. Wer quatscht denn solchen Stuss? Einer, der es genau beobachtet hat. Warum soll ich denn das getan haben? Eifersucht. Dann hätte ich doch Stegemeier umgebracht. Theorie, Herr Heideklang. Praxis, Sie waren dort. Ach, Sie wissen was. Von der Stegemeier? Das konnte ich mir denken, dass die nicht echt ist. Was hat die denn damit zu tun? Ich habe sie getroffen, in der Kaufhalle. Und sie hat mir gesagt, dass ihr Alter und Daniela wahrscheinlich im Bootsschuppen sind. Also waren Sie doch dort. Auf dem Wege dorthin, ich wollte die beiden dort. Und dann habe ich mir gesagt, ist doch alles scheiße, ist doch eh alles im Arsch. Und dann bin ich umgekehrt. Wenn Frau Stegemeier... Sie meinen, die könnte nach dem Gespräch... Ihnen gefolgt sein, um mitzuerleben, wie Sie die beiden aufscheuchen. Und als Sie umkehrten, ist sie selber hingegangen und hat Daniela allein angetroffen. Nee, das glaube ich nicht. Glaube hin, glaube her. Ich muss noch Ihre Fingerabdrücke haben. Durch seinen Fluchtversuch und durch die Halskette ist Stegemeier immer noch unser Verdächtiger Nummer eins. Fingerabdrücke von Heideklang? Nichts. Frau Stegemeier? Aber mein Mann kann es doch nicht getan haben. Warum sollte er? Ich muss mit ihm reden. Aber Frau Stegemeier, Daniela Pielmann ist ermordet worden und ihr Mann war am Tatort. Aber warum sollte Dietmar... Er hat immer mal ein Verhältnis nebenbei gehabt, aber ernst war das nie. Und mit Daniela, das war vorbei. Ach nein. Warum haben Sie denn Heideklang auf die Spur der beiden gehetzt, wenn schon alles vorbei war? Hat Heideklang das behauptet? Der lügt. Er hat auch versucht, mich argwöhnisch zu machen. Erfolglos. Das habe ich ihm auch gestern in der Kaufhalle gesagt, als er wieder anfing. Frau Stegemeier, waren Sie es nicht, die ihm gesagt hat, dass Daniela und ihr Mann im Bootsschuppen verabredet waren? Kommt es denn an, dass er sie gleich umbringt? Er sollte nur dazwischen fahren und dafür sorgen, dass Dietmar von ihr getrennt wird. Warum immer nur Heideklang? Wer denn sonst? Ihr Mann. Als er ging, lebte sie noch. Dafür gibt es einen Zeugen, den Anger Schulze. Und Sie? Sie wundern nicht etwa im Ernst behaupten, ich hätte das Mädchen umgebracht. Sollte ich denn? Tja, warum wohl? Warum hast du der Frau nicht stärker zugesetzt? Ich habe den Eindruck, die weiß mehr, als sie sagt. Ja, das mag sein, aber wenn sie es gewesen wäre, dann hätte Daniela ihr die Tür öffnen müssen. Und warum sollte sie, wenn sie Müller schon nicht reingelassen hat? Und wenn es nun kein Mord, sondern ein Unfall war? Ich gehe jedenfalls jetzt zu dem Angler Schulz und du fährst zu Michael Preibisch. Ja, es passt mir auch nicht, ihn zu verdächtigen. Aber immerhin hat Weber ihn aus Pielmanns Garage kommen sehen. Hm. Nee, und dann nimm dir einen K-Techniker mit. Hm. Am besten den Pinsel, Heinrich. Hm. Die sollen die Fingerabdrücke vergleichen. Ja, ist klar.
was das für eine Strafarbeit ist, von einem Bootshaken, den jeder angrapschen kann, die Fingerabdrücke des Täters zu identifizieren? Beschwer dich doch bei deinem Chef. Ich bin der Chef. Guten Tag. Guten Tag. Ist Michael Preibisch da? Hm. Hey, Micha! Besuch! Moment, ich komm gleich runter. Fahren du nach Michael Preibisch. Das hilft doch nichts. Du glaubst nicht an seine Schuld. Was ich glaube. Seine Flucht spricht dafür. Vielleicht will er Zeit gewinnen. Aber wofür? Ich weiß, wo er ist. Ich auch. Stimmt was nicht, Mischa? Na komm schon. Du hast doch mit dir selbst zu tun, seitdem du weißt, wie es um dich steht. Ich brauch dich, Roland. Ach, eigentlich nichts weiter. Blöd von mir, jetzt damit anzufangen. Ich weiß, wer dich umgefahren hat. Wer? Daniela Pielmann. Der Stegemeier saß bestimmt mit im Auto. Nicht Daniela. Eine andere Frau. Allein. Ich wollte was von ihm wissen, Herr Doktor. Er kann nichts dafür. Bitte lassen Sie mich jetzt mit Roland allein. Wenn Sie wollen, ich stehe Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Schon gut, Herr Doktor. Herr Doktor, helfen Sie ihm. Bitte. Ich habe Daniela umgebracht. Warum? Aber sie ist unschuldig. Und jetzt? Jetzt sagt Roland, Daniela saß gar nicht am Steuer. So richtig, richtig hochgebracht hat sie mich mit ihrer Heuchelei. Nein, aber das wusste ich ja nicht. War die Schuppentür verschlossen? Sie erkannte mich an der Stimme, schloss auf, umfasste mich ein bisschen. Mensch, prima, da brauche ich das Gewitter nicht alleine durchzustehen, rief sie. Aber irgendwie war das alles nicht ehrlich. Ich jedenfalls. Sie guckte immer so in der Gegend herum, vor allem zum Bootsschuppentor nach der Seeseite hin. Sie war mit Stegemeier verabredet. Ich hab's mir hinterher auch gedacht. Ich muss mit dir reden. Schön, dass du da bist.
Verdammte Heuchelei! Bist du verrückt? Du hast Roland umgefahren. Spinnst du? Du redest ja Blödsinn. Und der Kratzer am Auto? Was denn für ein Kratzer? Sag endlich die Wahrheit! Der Schlag war nicht tödlich. Sie hätten das Mädchen vor dem Ertrinken retten können. Gedacht habe ich in dem Moment überhaupt nicht. Plötzlich höre ich einen Mann ihren Namen rufen, erkannte Stegemeier an der Stimme und dachte nur noch eins weg. Warum? Na, ich... Sie. Immer nur sie. Und kein Gedanke an das Mädchen. Ich hatte einfach Angst. Gehen Sie. Gehen Sie. Entschuldige, aber warum haben wir den Wagen auch nicht eher finden können? Der Junge ist nicht schlecht. Dann kannst du gleich fragen, warum wir den Unfall nicht verhindert haben. Ich will den Schuldigen hier vor mir sitzen haben. Dann können wir also Stegemeier nach Hause schicken. Noch nicht. Komm. Sie kalkulieren, dass man ihn bezüglich Danielas Tod nicht mehr anhaben kann. Tja, so ist das nun mal. Aber da ist noch was offen. Oh, erstaunlich aber. Immerzu staunen Sie. Zum Beispiel der Verkehrsunfall Roland Preibisch. Wir haben sie leider falsch kombiniert, weil wir schon gegen 9 den Betrieb verlassen haben. Der Platzarbeiter Albert Lorenz hat dann für uns nach Schichtschluss die Stechuhr betätigt. Das war unkorrekt, ich weiß. Nun, wir sind dann zum Bootshaus gefahren und als wir da so... während wir... Auf alle Fälle hörten wir plötzlich einen Motor starten. Ich gehe zum Fenster, um zu sehen, was da los ist. Danielas Trabi war verschwunden. Das war so kurz nach 10. Lorenz kann also nur bestätigen, dass Sie und Daniela den Betrieb gegen 9 Uhr verlassen haben. Ja, und ich kann nur wahrheitsgemäß berichten, dass wir uns natürlich sofort auf die Socken gemacht haben, um das Auto zu suchen. Irgend so ein Idiot muss uns da einen Streich gespielt haben. Daniela ließ den Zündschlüssel immer stecken und schloss die Tür nie ab und... Der muss das gewusst haben. Wer? Wir tippten auf Heideklang. Und? Nun, wir staunten nicht schlecht. Wir fanden das Auto auf dem Fahrweg direkt vor Pielmanns Grundstück. Und jetzt kommt das Verrückte. Wir waren gerade mal ein paar Schritte gelaufen, also noch in unmittelbarer Nähe des Bootshauses, als uns plötzlich wer entgegenkam. Wir konnten gerade noch hinter einem Busch uns verstecken. Das war Heideklang. Wir werden das überprüfen, Herr Stegemeier. Guten Tag, Herr Heideklang. Hallo. Tag. Tja, Sie haben uns leider einen entscheidenden Teil der Wahrheit verheimlicht. Ich dachte, der Mord an der... Daniela ist aufgeklärt. Der Tod schon, aber nicht der Verkehrsunfall. Na, hier mit diesem Schlitten hier, wenn Sie da voll aufdrehen, dann könnten Sie in einigen Minuten an Pielmanns Bootschuppen sein. Warum sollte ich da hingefahren sein? Weil Sie wussten, dass Stegemeier und Daniela dort einen Treff haben. Nee, das wusste ich nicht. Mhm. Warum haben Sie denn Frau Stegemeier dahin bestellt? Wieso ich, die mich... Na gut. Ja, und dann im Bootschuppen, da hören Sie dann Geräusche, die auf ein intimes Beisammensein schließen lassen konnten. Sie wollten die beiden in Verlegenheit bringen und fuhren mit dem Auto weg. Dann auf der Straße, noch etwas benommen von dem eben Erlebten, da haben Sie dann in der Kurve den Roland Preibisch übersehen. Das ist doch Wahnsinn! Ja, wieso? Na gut, ich war im Bootschuppen, aber ich habe weder was gehört noch gesehen.
Tür, die war zu. Der Trabi da war auch nicht da. Ich bin umgekehrt. Na also, unsere Taktik hat funktioniert. Ich glaube schon. Fahr zur Dienststelle. Ja. Also eins ist sicher. Weder Heideklang noch Stegemeier, ja, noch Daniela kommen für den Unfall in Frage. Bleibt doch nur noch eine Person. Ja, und die lassen wir uns jetzt kommen. Sie haben uns mit Ihren Lügen sehr viel Arbeit aufgeheizt, Frau Stegemeier. Ich verstehe Sie nicht. Sie verstehen Ihre Situation sehr gut. Ich auch. Deshalb billige ich jedem Verdächtigen zu, dass er uns die Arbeit schwer macht, um seine eigene Haut zu retten. Roland Preibisch, querschnittsgelähmt. Mischa wollte den Schuldigen ermitteln. Daniela sollte etwas gestehen, was sie nicht konnte. Weil eine andere den Unfall verursacht hat. Ein tödlicher Ausgang. Sie waren an diesem Abend am Bootsschuppen. Warum haben Sie das Auto gestohlen? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich konnte eigentlich erst auf der Straße wieder denken. Ich wollte das Auto auf dem Betriebsparkplatz abstellen und dann mit dem Wagen meines Mannes nach Hause fahren. Der Verdacht gegen mich läge er dann auf der Hand. Daniela sollte zur Polizei gehen und den Diebstahl melden. Als Zeugen hätte sie dann zwangsläufig meinen Mann erkennen müssen. Und auf der Fahrt nach Seelow passierte der Unfall. Also ändere ich meine Taktik, dachten Sie, und stelle das Auto vor Pielmanns Grundstück ab. Dann freut sich Daniela, wenn sie heimkommt, und fährt weiter damit herum. Alles andere besorgt dann die Polizei. Ich konnte gar nicht mehr denken. Doch. Denn Sie brachen Müllers Rückspiegel ab und warfen ihn an den Unfall. Ja, dann. Es ist spät geworden. Tut mir leid. Nanu. Zum Feiern?
Wenn du dich nicht scheiden lässt, tue ich es. Soll das ein Scherz sein? Tut nicht so. Ich habe euch doch gehört. Im Bootshaus. Susanne. Susanne, das... Das war doch nur so ein Ausrutscher. Sie hat sich mir richtig aufgedrängt. Und dann ein paar Gläser rein. Hey, ich liebe dich doch. Lüg mich doch nicht wieder. Hab doch wenigstens jetzt den Mut, dafür einzustehen. Jetzt ist doch sowieso alles zu spät. Ich muss doch zur Polizei. Ich habe doch einen Menschen umgefahren. Wie bitte? Ich habe einen Menschen umgefahren. Ich bin einfach weitergefahren. Ich habe ihn einfach liegen lassen. Weitergefahren und liegen lassen. Dann hast du also das Auto geklaut, sieh mal an. Deswegen auch das Unfallkommando und der Krankenwagen. Was soll denn jetzt werden? Keiner wird was erfahren, dafür sorge ich. Ich werde dir helfen. Uns werde ich helfen. Und dann hat ihr Mann den Rückspiegel abgebrochen und an den Unfallort gelegt. Der Fall ist geklärt. Bist du zufrieden? Wo liegt die Schuld von Stegemeier? Ist er schuldig, weil er seine Frau nicht verlieren wollte? Oder weil es ihn auch zu Daniela zog? Stimmt. Gegen ein Gesetz hat er nicht verstoßen. Na, siehst du. Song is written for you, my brother. I can't tell you why, but I can sing the song, my brother. And I hope you hear it now. My world is empty, so empty without you. My heart is so lonely, so lonely. Song is written for you, my mama. I
can tell you why. But I can sing the song for you, my mother, and I hope.